Hallo und herzlich willkommen zu Kirby's Dreamcast, einem Spin-Off-Spiel der Kirby-Serie für den Super Nintendo und gleichzeitig einem der schwersten Kirby-Spiele überhaupt in Existenz. Bevor wir uns jetzt in den Einspieler-Modus stürzen werden, werden wir noch schnell durch alle Tutorials dieses Spiels durchgehen, damit tatsächlich alle Mechaniken bekannt sind, wenn das eigentliche Hauptspiel startet. Vielleicht habt ihr schon unsere Videos des Zweispieler-Modus gesehen, in denen Kevin mitgespielt hat. In dem ist es ziemlich locker, dieses Spiel hier anzugehen. Man kann nicht wirklich sterben. Wenn man stirbt, dann wird man halt eine Runde lang ausgesetzt und darf danach einfach weitermachen. Es geht darum, wer die meisten Punkte kriegt. Wenn man von der Stage runterfällt, dann verliert man auch einfach nur einen HP. Also insgesamt alles nicht sonderlich dramatisch. Wir haben auch das allererste Tutorial hier einmal kurz angeschnitten, damit wir einmal sehen, wie das Spiel etwa aussieht, als wir den Zweispieler-Modus begonnen haben, wo uns beigebracht wurde, wie wir schießen können. Ja, und hier wird uns jetzt gerade die Schussstärke nochmal erklärt, in diesem zweiten Tutorial. Der Einspielermodus, wie ich bereits während des Videos des Zweispielermodus auch erwähnt habe, ist sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Mit zunehmender Schwierigkeit. Am Anfang geht's noch, aber je weiter man in das Spiel reinkommt, desto brutaler wird es. Es ist allerdings eins dieser Spiele, das man einfach lernen muss. Wenn man dieses Spiel einmal richtig raus hat, dann kann man auch ordentlich Punkte machen. Dann ist es richtig lustig und gut spielbar. Aber die ersten paar Male, die man neue Level spielt, sind einfach nur frustrierend. Warum genau, dazu kommen wir, wenn wir in den eigentlichen Level nachher drin sind. Hier haben wir gerade das Tutorial dafür, wie man eigentlich springt. Viele der Grundmechaniken haben wir bereits im Einspielermodus gesehen. Die meisten erschließen sich auch, sobald man tatsächlich mal selber spielt. Wenn wir halt das Steuerkreuz nach oben drücken, dann können wir einen Sprung ausführen. Und dann können wir mit der richtigen Stärke Kaplonk genau ins Loch reinfliegen. Man kann natürlich nicht nur geradeaus schießen, wer hätte das gedacht? Da kommt natürlich das nächste unglaublich komplizierte Tutorial. Mit links und rechts können wir auch auf die Gegner zielen, um direkt auf sie zuzuschießen. Das Spiel funktioniert nicht nur auf einer geraden Ebene. Wer hätte das gedacht? Ja, außerdem können wir uns Winkel genau einstellen. Was manchmal sehr nützlich ist, aber in vielen Stages muss man manuell zielen, was deutlich, deutlich schwerer ist. Da dieses Spiel hier zwar komplizierte Physiken hat, aber festgelegte Physiken, wo überhaupt keine Zufälle drin sind oder wo fast keine Zufälle drin sind, kann man, wie gesagt, dieses Spiel hier lernen. Wenn man einmal weiß, wie die Kurse aussehen, die man spielt, wie die Level aussehen und was für Schüsse man benutzen muss, dann kann man gucken, okay, in dem Winkel muss ich schießen, die Stärke muss ich erwischen, diese Höhe muss ich einstellen, diese Rotation für den Schuss brauche ich. Und so kann man es dann nachher schaffen, ziemlich gute Punktzahlen rauszukriegen. Und wir werden auch versuchen, während wir den Einspielermodus spielen, so gut wie möglich durchzukommen. Ich werde natürlich versuchen, das an einem Zug durchzukriegen. Also ich bezweifle, dass ich überall Hole-in-Ones schaffen werde. Vor allen Dingen, weil viele der Löcher in diesem Spiel so gemacht sind, dass man überhaupt keine Hole-in-Ones schaffen kann. Das ist utopisch, Hole-in-Ones in vielen von den Löchern später zu schaffen. Einige sind dafür aufgebaut, dass man Hole-in-One machen kann. Bei denen sieht man es dann aber auch meistens, wo es wirklich dafür gemacht ist. Da hat man dann meistens so eine feste Route, wo man auf die Stage schaut und sieht, ah, da muss ich die Fähigkeit benutzen und hier muss ich da lang bouncen. Und so komme ich dann an mein Hole-in-One ran. Ja, hier sehen wir die Mechanik nochmal, wie man Curve-Bälle schmeißt. Das ist in diesem Spiel auch immer so eine Sache für sich. Als Kevin das hier gespielt hat, ist er daran verzweifelt und hat es nicht so richtig verstanden. Man braucht auch eine Weile, um es wirklich zu begreifen, weil sich diese Kreisbewegung halt immer nach innen wendet. Es ist erst die Kreisbewegung, die angezeigt wird, allerdings nur, wenn man die volle Power nimmt. Und dann geht der Kreis immer weiter nach innen, immer weiter nach innen. Also Kirby bleibt, wie gesagt, in dieser Kreisbewegung drin stecken. Wenn man allerdings weniger als die Maximalkraft nimmt, dann verkleinert sich dieser Kreis, in dem Kirby fliegt. Und dementsprechend geht er auch früher dann in den nächsten Innenkreis rein oder noch einen Innenkreis rein, bis er dann irgendwann ganz in der Mitte stehen bleibt. Je nachdem, wie viel Kraft man halt benutzt hat.
Das mit dem Kreise lustig rumkreiseln lassen ist wohl das Komplizierteste und das, wofür man am meisten Übung braucht in diesem Spiel. Ja, und jetzt kommen wir hier gerade in dem Level zu der Spin-Mechanik. Wenn wir uns einen Frontspin oder Seitenspin geben, dann kommen wir leichter an einige Gegner ran oder kommen Erhöhungen rauf oder entsprechend runter, je nachdem, was man gerade haben möchte. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir unseren Spin nach links und nach unten einstellen, dann können wir dementsprechend auch auf der Map nach links und nach unten von unserem Sprung aus springen, landen dann genau hier vorne auf dem Gegner drauf und der Ball springt zurück, beziehungsweise Kirbys Kugel springt zurück und kullert direkt in das Loch rein. Sehr, sehr nützlich, aber nicht ganz einfach. Wobei das jetzt noch einer der simpleren Schüsse war. Im Hauptspiel kommen nachher Schüsse, da fragt man sich auch nur, meine Güte, das soll man ernsthaft schaffen? Fehlerlos, ohne runterzufallen, ohne seine HP zu verlieren und man soll auch noch mehrere Gegner möglichst in einer Runde mitnehmen. Ja, da wünscht man sich dann beim Einstellen des Schusses doch, man wäre ein Taschenrechner. Schade, dass ich das leider nicht bin. Dementsprechend wird es ganz schnell frustrierend, wenn man wieder 3 Grad zu wenig eingestellt hat und der Spin ein bisschen zu weit vorne war, Kirby deswegen von der Stage gefallen ist und das nächste Leben verloren hat. Naja, was soll's. Hier wird uns gerade nochmal die Wassermechanik erklärt. Solange wir im richtigen Winkel auf dem Wasser auftitschen, springt Kirby für uns über das Wasser. Wenn wir im falschen Winkel aufkommen, in einem zu hohen Winkel oder in einem, der rückwärts fliegen würde, dann macht's einfach Splish und Kirby geht sofort unter. Wir können auch A benutzen, um extra zu bouncen. Das funktioniert auch, damit man nicht so leicht ins Wasser fällt. Und hier blink, sehen wir es jetzt gerade, damit der Sprung ein bisschen erhöht wird, sodass man diesen fliegenden Gegner da vorne erwischen konnte. Was einem hier nicht erklärt wird, man kann dieses A-Pumpen auch benutzen, um einfach nur nicht so schnell langsamer zu werden. Also auch wenn wir einen geraden Schuss auf den Boden machen, können wir wiederholt A drücken und Kirby wird dann weiter rollen. Er wird dadurch zwar nicht schneller, aber er wird weiter rollen. Schneller wird Kirby nur, wenn wir ihn tatsächlich von der Wand abprallen lassen. Man kann tatsächlich praktisch unendlich lange Schüsse machen, solange Kirby zwischen zwei Banden hin und her bouncen kann. Aber nur, wenn wir absolut perfektes Timing dafür haben. Hier werden uns die Untergründe gerade erklärt. Das Grüne lässt uns schneller bouncen, die Stacheln sind gefährlich, die Roten speeden uns ab, die Pfeile schicken uns in eine Richtung, das Gras schiebt uns in eine Richtung, der Warp warpt uns, der Sand bremst uns, die Luftschächte schießen uns nach oben, der Baum steht im Weg und die Drehplattformen drehen sich lustig und drehen uns mit. Das sind eigentlich so ziemlich alle Objekte, die es so unterwegs gibt. Was es hier jetzt nicht gibt, sind die roten Warps. Der Unterschied zwischen blauen und roten Warps ist, dass die blauen Warps einen immer in eine bestimmte Richtung in diese Zeigen fliegen lassen, während die roten Warps unser Momentum von vorher beibehalten. Ja, unser eigentliches Ziel in diesem Spiel und das letzte Tutorial für die Grundsteuerung. Wir müssen alle Gegner erledigen und der letzte Gegner wird dann zum Loch, in das wir einlochen müssen, um die Map zu schaffen. Hier müssen wir jetzt also alle unsere gelernten Fähigkeiten anwenden, um die Stage hier zu schaffen. Das heißt also, wir brauchen einmal die Kreisbewegung und dann brauchen wir hier unten den Sprung mit dem richtigen Spin drin, damit wir da unten nicht runterfallen. Denn, wie schon mal erwähnt, der Einspieler-Modus ist nicht so nett wie der Zweispieler-Modus. Im Einspieler-Modus ist einfach ein Leben von Kirby weg. Er verliert ja nicht einen HP und wird wieder hochgetragen, sondern das Leben ist weg, wenn wir von der Stage fallen. Da muss man also verdammt nochmal aufpassen. Okay, soviel also zu der Grundsteuerung. Aber im Zweispieler-Modus haben wir schon den größten Teil davon gesehen. Was wirklich interessant ist, sind die Finessen der Abilities. Denn die werden wir wirklich brauchen in den Einspieler-Modus herausfordern. Wenn wir da möglichst schnell die Stages schaffen wollen, müssen wir wissen, wie die Fähigkeiten funktionieren und welche Tricks man mit ihnen anwenden kann. Die Steinfähigkeit hat relativ wenige Finessen. Die Steinfähigkeit kann halt aktiviert werden und Kirby droppt sofort runter und bleibt an dieser Stelle, wo er ist, liegen. Außer es ist eine Schräge, denn Schrägen kann er damit tatsächlich runterrutschen, so lange bis er entweder an einer Geraden aufgehalten wird oder bis Kirby in das Loch reinrutscht. Es dauert zwar extrem lange, aber wir machen hier ja keinen Speedrun, also kaplonk. So kann man an Schrägen mit der Steinfähigkeit sehr leicht ein Loch erwischen.
Hier haben wir eine der grauenhaftesten Fähigkeiten des Spiels, die Schirmfähigkeit. Die Schirmfähigkeit kann generell immer aktiviert werden, um Kirby zu bremsen, bleibt allerdings nicht sofort stehen, bremst allerdings ganz gut. Kann in der Luft außerdem aktiviert werden, da ist die Bremsfähigkeit davon, um dann in der Luft mit rechts und links zu kontrollieren. Das ist sowieso das grauenhafteste überhaupt, dass man nur rechts und links benutzt. Das ist sowas von konterintuitiv, je nachdem in welche Richtung Kirby guckt, dass man nur mit rechts und links steuert. So, und damit soll man dann das Loch treffen. Das Tutorial lässt das einfach aussehen. Glaubt mir, es ist die Pest, das zu schaffen. Mit der Schirmfähigkeit das Loch zu treffen. Davon habe ich Albträume, wirklich Albträume. Man landet eigentlich immer ganz knapp neben dem Loch. Aber was soll's, wir sind jetzt gerade bei der Feuerfähigkeit, die ist eigentlich super simpel zu benutzen, aber auch gefährlich. Wir wissen bereits, das ist die ultimative Speed-Fähigkeit, man schießt einfach wie bekloppt nach vorne. Wenn man die Stage nicht gut genug kennt, dann ist es damit so ziemlich am einfachsten von allen Fähigkeiten mal eben swoosh, außerhalb der Stage zu landen. Des Weiteren die Igelfähigkeit, die extrem ähnlich der Steinfähigkeit ist, aber nicht annähernd so gut zum Einlochen geeignet ist. Zink. Auch die Igelfähigkeit bleibt einfach an der Stelle stehen. Im Gegensatz zur Steinfähigkeit fliegt man damit allerdings nicht den Hügel runter, sondern man kann halt auch an Hügeln stehen bleiben, was die Steinfähigkeit sehr, sehr unterschiedlich zum Einlochen macht. Vor allen Dingen fliegt die Igelfähigkeit ein ganzes Stück, wenn man mit ihr in der Luft ist, was sie unglaublich merkwürdig zu benutzen macht, während die Steinfähigkeit sofort geradewegs runterfällt. An der Schräge mit der Igelfähigkeit nach unten hin einzulochen ist fast unmöglich, braucht extremes Timing. Nächste Fähigkeit, Tornado-Fähigkeit, die am lustigsten zu steuernde Fähigkeit. Auch diese Fähigkeit stellt sich heraus, kann man einfach mit rechts und links steuern und sie startet zu spinnen immer genau in die Richtung, in die Kirby vorher gerade geguckt hat. Ja, wenn man das weiß und ein bisschen Übung damit hat, dann wird's mit der Zeit machbar, diese Fähigkeit zu steuern. Aber das ist auch eine unglaubliche Übungsfrage. Dass wir das im Zwei-Spieler-Modus vorne und hinten mal wieder nicht ordentlich hingekriegt haben, dass Kevin da auch nicht durchgeblickt hat, als er die einfach nur so mal eben an die Hand gekriegt hat, ohne ein Tutorial dabei, ist wirklich kein Wunder. Dann haben wir die Wheelie-Fähigkeit, die auch extrem simpel funktioniert. An der Wheelie-Fähigkeit kann man nämlich vorne und hinten nichts machen. Die Wheelie-Fähigkeit fährt vorwärts, bis sie ein Hindernis trifft oder out of bounds fliegt. Das war's. Die Wheelie-Fähigkeit fährt über Hügel, die Wheelie-Fähigkeit bleibt an Wänden hängen. Die Wheelie-Fähigkeit fährt über Wasser, die Wheelie-Fähigkeit fährt nicht in ein Loch rein, sie fliegt über das Loch einfach drüber. Man muss also gucken, dass dahinter irgendein Hindernis ist, das uns auffällt und zum Beispiel dann eine Schräge daran anknüpft, die uns ins Loch springen lässt, wenn man versuchen sollte, mit der Wheelie-Fähigkeit ein Hole-in-One zu machen oder sowas. Ja, dann kommen wir zu der Spark-Fähigkeit. Etwas, an das ich überhaupt nicht so richtig gedacht habe, ist, dass die Spark-Fähigkeit, wenn man sie aktiviert, nicht nur Wispy Woods aus dem Weg räumen kann, sondern sie kann auch Cracko mit einem Schlag erledigen. Und eingelocht. Ich glaube, die Hauptspiele der Kirby-Serie wären ziemlich langweilig, wenn tatsächlich jeder Boss mit einem Schlag der Spark-Fähigkeit sofort erledigt wäre. Zugegebenermaßen sind die Hauptspiele der Kirby-Serie nicht so schwierig und sie sterben stattdessen eher so in 5-6 Schlägen. Aber was soll's. Hier haben wir jetzt die High-Jump-Fähigkeit. Die ist auch ziemlich simpel zu benutzen. Sie macht das, was man vermuten würde. Sie springt einmal hoch. Man kann sie jederzeit benutzen. Also wir können auch, während wir in der Luft sind, die High-Jump-Fähigkeit aktivieren, um nochmal viel höher zu springen. Leider ist es ziemlich schwierig, den Winkel vorauszuberechnen. Das heißt, man muss wissen, wie weit die High-Jump-Fähigkeit wirklich springen wird, wenn man A drückt. Es gibt leider keine Möglichkeiten, vorausberechnen zu lassen, wie die Fähigkeiten, die wir benutzen, fliegen werden oder fliegen können. Zack! Ja, aber wenn wir diese Luftaktivierung verwenden, dann können wir da oben das Loch erreichen. So, und dann kommen wir zu einer der Fähigkeiten, die wohl am seltensten wirklich nützlich benutzt werden. Zumindest außerhalb von Stages, die extra dafür gemacht werden. Aber hey, das ist die Eisfähigkeit. Wenn wir Eis aktivieren, dann reduziert sich unser Momentum deutlich geringer. Klar, ist halt alles deutlich rutschiger dann. Wasser wird unter uns eingefroren in dem Moment, in dem wir mit der Eisfähigkeit da drauf treffen. Wenn die Eisfähigkeit ausläuft, dann wird es allerdings wieder zu Wasser. Heißt also, wenn wir die Eisfähigkeit aktiviert haben und noch auf der Eisfläche sind am Ende unserer Runde, dann wird das Ganze hier wieder zu Wasser und wir landen im Splish.
Genau. Und zu guter Letzt haben wir die unfairste Fähigkeit des Spiels, den UFO-Skill. Eine Fähigkeit, die auch dementsprechend relativ selten im Spiel vertreten ist. Im Zweispielermodus haben wir auch Random-Gegner gesehen, die uns zufällig eine Fähigkeit geben konnten. Da haben wir zufällig tatsächlich auch mal die UFO-Fähigkeit einfach so bekommen. Es gibt im Einspielermodus keine Random-Gegner. Wie gesagt, der Einspielermodus hat praktisch nichts, das dem Zufall überlassen ist. Dementsprechend gibt es auch keine zufällige UFO-Fähigkeit in einigen Leveln, die man mal eben so abgreifen kann, indem man einfach nur ein bisschen Glück mitbringt. Traurig, aber man hat es auf Skill angelegt. Ob das jetzt unbedingt gut oder schlecht ist, ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, das ist halt ein sehr lernbares Spiel. Die UFO-Fähigkeit wird langsamer oder schneller, je nachdem, wie schnell Kirby in dem Moment ist, in dem die UFO-Fähigkeit aktiviert wird. Das heißt, momentan hat so mehr so einen normalen Speed. Wenn wir allerdings vorher zum Beispiel Feuerball aktiviert haben und dann UFO in der Kette aktivieren, dann flitzt UFO wie bescheuert durch die Umgebung. Ja, und das waren dann auch schon alle Tutorials. Die UFO-Fähigkeit, wenn man sie tatsächlich findet, ist etwas, das man sich auf jeden Fall aufheben möchte, weil man damit relativ leicht Hole-in-Ones schaffen kann. Ja, soviel zum Tutorial dieses Spiels. Wir beginnen jetzt den Einspielermodus. Also, herzlich willkommen zu Let's Play Kirby Art Academy. Ja, man muss sich erstmal eine Membership-Card erstellen, bevor das Hauptspiel losgeht. Dafür kriegen wir hier die Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu basteln. Es gibt ein paar Sticker, die wir benutzen können. Hier den Unbesiegbarkeits-Lolli, One-Up und eine Maxi-Tomate. Und die offensichtlichen Vorlagen für ein unglaublich hässliches Kirby-Gesicht. Die wollen wir aber alle gar nicht benutzen, das ist mir alles viel zu faul. Wenn wir schon ordentlichen Spielstand hier anlegen, in dem ich ordentlich spielen möchte, dann will ich auch eine ordentliche Membership-Karte haben, auf der wir ordentliche Pixel-Art drauf haben. Also, weil es mich stört, werden wir jetzt erstmal den gesamten Bildschirm weiß einfärben, um dann praktisch schwarz da drauf zu malen, was wir haben wollen. Das wird nämlich nachher im Spiel auffallen. Jeder Gegner hat seine eigene Membership-Cards und jeder hat genau diese Art von Bild. Weißer Hintergrund mit schwarz drauf gemaltem Bild, weil das einfach viel besser aussieht. Und da ich jetzt kein hässliches Avatar zeichnen möchte, wie gesagt, machen wir uns erstmal unsere eigene weiße Vorlage hier. Malen dann also nachher mit dem Radiergummi. Rechts sehen wir die Steuerung erklärt, Erase mit dem B-Knopf. Da können wir dann genauso mit einem Feld in schwarz zeichnen, als dass wir hier in weiß mit dem Bleistift drauf krakeln. Funktioniert genauso gut. Ja, wir gucken allerdings, dass unsere Karte nachher zumindest ein bisschen stylischer aussieht als die der Gegner. Wir machen uns also nicht einen komplett viereckigen weißen Hintergrund, sondern ich versuche tatsächlich, dass wir, sagen wir mal, so eine Art ovale Karte haben mit unserem Kirby-Bild nachher drauf. Wir schauen mal, dass wir einen ordentlichen, guten, alten Kirby hier drauf haben, den man auch gut erkennen kann. Es ist ja nicht so schwierig, sich einen der guten, alten Sprites in den Kirby-Spielen anzugucken und den dann dementsprechend hier nachzuzeichnen. Sollte ja wohl eigentlich machbar sein hier vorne mit den einzelnen Punkten, wenn man sich genau an die Vorlage hält. Ja, hier ist der Arm, sieht schon mal gut aus. Okay, das sollte also schon mal gut funktionieren. Da wir dieses Bild hier während dem gesamten Spiel sehen, werde ich mir da jetzt halt ein bisschen mehr Mühe mitgeben, damit wir nachher nichts davon geplagt werden, dass wir unten in unserer Leiste einfach nur so ein One-Up haben, was jeder zweite Spieler hatte. Als Kind habe ich das natürlich gemacht. Als ich dieses Spiel früher gespielt habe, wo ich es noch nie durchgeschafft habe, wenn ich ein Spiel schon angefangen habe, habe ich mir immer einfach hier One-Up drauf gebappt. Und dann habe ich mich mal kreativ an einem Tag gefühlt und ich habe erstmal den Lollipop in die untere linke Ecke gequetscht und dann habe ich die Maxi-Tomate in die obere rechte Ecke gequetscht. Dann habe ich den Stern genommen und die freien Felder, ohne dass sie sich gegenseitig berührt haben, mit dem Stern aufgefüllt. War ich kreativ, als ich jung war. Ja, heute male ich Kirby Pixel Art abgepaust, mehr oder weniger von Kirbys, die es schon in anderen Spielen gibt. Ist zwar mehr Arbeit, sieht aber nachher deutlich besser aus. Komisch. Ja, wie gesagt, die meisten Leute werden es einfach nur so geregelt haben, die Sticker mal eben zu benutzen, um den Spielstand anzulegen, weil es verändert halt nichts, wie unsere Karte hier aussieht. Ich erinnere mich auch noch, dass ich als Kind häufig neue Spielstände angelegt habe, weil mir das Spiel einfach zu schnell zu frustrierend wurde in den späteren Kursen. Wenn man sie einmal gelernt hat, okay, aber wenn man sie das erste Mal spielt, besonders wenn man ein nicht unbedingt geduldsvolles Kind noch ist, das hier noch nicht so viel Übung drin hat in diesem Spiel, ja, dann viel Spaß damit. So, unser Kirby ist fertig. Das
Das sieht doch schon hübsch aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der Umriss nicht ganz so grottenhässlich ist. Gucken wir mal, dass wir das ein bisschen oval hinkriegen, dass es nachher ein bisschen Form drin hat und etwas dynamischer aussieht. Unser Kirby hier soll ja nicht einfach nur auf einem weißen Feld stehen, wie jeder andere x-beliebige Gegner dieses Spiels. Auch wenn es nicht so viele Gegner gibt. Es wird relativ schnell auffallen, die Gegner in diesem Spiel hier halten die Rekorde für die Kurse, die wir spielen werden. Es sind irgendwie immer die gleichen Gegner, die die Rekorde halten und die generell die Bahn gespielt haben. Die wurden allerdings ziemlich sicher zufällig ausgewürfelt. Da gibt es dann teilweise so lustige Gegner wie halt Meta Knight, der Rekorde hält. Aber Meta Knight ist nur selten wirklich der Rekordhalter. Dann ist dann zum Beispiel der Eisboss, der Eisgegner ist dann einfach mal der Rekordhalter von dem und dem Kurs. Es ist ein bisschen komisch. Ich glaube, die Leute, die das angelegt haben, die Rekorde angelegt haben, die hatten dann noch nicht so viel Ahnung von dem Kirby-Genre. Oder man hatte einfach nur noch nicht so viel Vorstellung davon, was überhaupt die guten Kirby-Charaktere sind, die man da reinstellen kann. Es gab ja auch noch nicht so viele Kirby-Charaktere. Ich meine, da gab es König DDD, da gab es Meta Knight, da gab es Kirby. Ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob Nightmare da schon existiert hat. Es könnte sein, dass es Nightmare da schon gab, aber ich bin mir noch nicht mal sicher. Irgendwie sieht das noch komisch aus. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ich bin schon mehr oder weniger dabei, okay zu drücken, aber irgendwas habe ich doch falsch gemacht. Das sieht... Man, die linke Seite ist nicht dick genug, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hier sind nur 3, ne? 1, 2, 3, ja. Naja, okay, dann müssen wir hier links nochmal eine komplette Reihe dran zeichnen, dann haben wir es aber. Sorry, nochmal kurz eine Verzögerung mit dem Malen unseres Kirby-Bildes. Aber wie gesagt, wir müssen uns für das restliche Spiel damit abfinden, was wir hier gerade krakeln. Es wird permanent on-screen sein, also machen wir das mal ordentlich. Jawohl. So, ist doch hübsch. Da ist unser kleiner Kirby. Auf schwarz auf weißem Untergrund. Der Untergrund ist übrigens nicht wirklich schwarz, wenn man es nachher sieht, sondern der ist durchsichtig. Und das macht es auch eigentlich, was es nachher gut aussehen lässt, weil er nicht nur schwarz ist. Okay, Kurs 1. Wir beginnen mit 2 Leben. Kurs 1 ist noch die freundliche Welt. Es ist die Tutorial-Welt. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir noch relativ wenige Probleme haben werden, vermute ich mal. Aber keine Angst, es wird sehr schnell bergab gehen. Glaubt es mir. Also bis dahin. See ya.